Hier seht ihr die Figur aus dem neuesten Godzilla-Film und die stelle ich euch heute mal vor. Die näher gezeigte Godzilla-Figur von Jaida könnt ihr zum Beispiel auf Müller bestellen oder auf Amazon. Am günstigsten wird sie jedoch bei Smith's Toys angeboten. Dort kostet sie rund 80 Euro. Wer sich den Godzilla nochmal anschauen möchte, die Links dazu findet ihr im Textfeld unter dem Video. Ja, so bekommt man die Figur geliefert. Das Display gefällt mir richtig gut. Hier sieht man schon mal diesen simulierten Feuerarten, den die nachher hat. Dann ein paar bunte Bildchen mit Erklärungen, zum Beispiel hier simulierter Wärmestrahlatem oder realistisches Stampfen. Ja, seitlich auch nochmal ein Bild und auf der Rückseite auch nochmal die verschiedenen Funktionen erklärt. Hier nochmal dieses realistische Stampfen, Schwanz, Peitschenhiebe, simulierter Wärmestrahlatem wie vorne und Energiespitzen. Das Ganze leuchtet ja nachher. Ja, da werden wir die jetzt mal auspacken. Ja, am einfachsten ist es, wenn man hier oben und hier seitlich und hier unten dann das Taser durchschneidet. Dann kann man nämlich das hier ganz einfach so herausziehen. Ja, da muss man hier noch ein paar Gummischnüre durchschneiden. Auf der Unterseite diese Befestigungen lösen. Und auf der Rückseite gibt es dann auch nochmal Befestigungen, die dann entfernt werden müssen. Die Figur müssen wir jetzt erstmal mit dem Schwanz verbinden. Das hier ist noch die Anleitung und hier haben wir ja die Fernsteuerung. Ja, den Schwanz, der wird dann einfach, ich zeig's mal gerade, hier so reingesteckt. Zack, und schon ist er verbunden. Ja, hier mit die Fernsteuerung, eine Schraube lösen. Waren Batterien mit dabei gewesen. Das sind jetzt zweimal AAA. Und was mir gut gefällt, wenn man die Schraube gelöst hat, die fällt nicht von alleine raus. Dasselbige hier auf der Unterseite waren auch zweimal AA-Batterien drin gewesen und hier auch wieder die Abdeckung mit der Schraube, die nicht verloren gehen kann. Dass Batterien dabei sind, hat auch einen anderen Grund. Wenn diese schicken Displays zum Beispiel im Spielwarengeschäft stehen, da wollen die Kids natürlich direkt alles ausprobieren. Und da gibt es hier unten drunter einen Schalter. Den kann man auf Try Me stellen, der war auch eingestellt. Und dann kann man dann im Spielwarenladen zum Beispiel hier oben drauf drücken. Und dann ist das Ding so gut wie gekauft. Ja, dann wollen wir das Ganze doch mal miteinander synchronisieren. Wir gehen mal ganz rüber. Dann ist er eingeschaltet. Jetzt nehmen wir die Fernsteuerung und dort werden wir einfach mal jetzt hier eine Taste drücken und das war's schon gewesen. Funktionen gibt es nicht viele, aber die, die wir haben, sind recht cool. Schicke Fernbedienung in Form von so einer riesen Kralle. Und zwar, hier gibt es einen Knopf, wenn man den drückt, dann geht's nach vorne. Dazu gibt es noch Sounds. Drückt man das nach links, dann dreht er sich nach links. Ja, hat ein bisschen größeren Wendekreis. Der ist auch ein bisschen größer. Nach rechts dann dasselbige. Wenn der Dino auf sich aufmerksam machen will, drückt man am besten hier oben rechts die Taste. Also man muss schon warten, bis der Sound zu Ende abgespielt wurde, weil erneutes Drücken spielte nicht direkt von vorne ab. Die coolste Funktion ist oben die linke Taste. Ja, Moment, wo ist denn der simulierte Wärmestrahlatem? Ja, dazu muss man erstmal Wasser in den Kollegen reinkippen. Und zwar hier oben befindet sich so eine kleine Öffnung mit so einem Stopfen. Den kann man dann wieder reindrücken, der ist dann gesichert, auch hier durchs Verlieren gehen. Und das werden wir jetzt mal machen. Ja, wenn man daheim eine kleine, ich sag mal so Kinderspritze hat, ist das von Vorteil. Ich musste mal ein bisschen was zweckentfremden. Und drückt das jetzt mal
Hier oben rein. Gut. Man kann diesen Strahl auch als Heat Ray Breeze Hitzestrahl bezeichnen. Und so schaut das Ganze dann aus. Also ich finde, das sieht wirklich richtig klasse aus. Besonders nachher diese beleuchteten Augen. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal im Dunkeln an. Das ist dieser simulierte Schwanzen-Peitschieb. Ist eigentlich ganz einfach. Einmal so, einmal so, einmal so, einmal so. Ja, und so funktioniert das Ganze. Jetzt will der mal einen Kreis laufen. Probieren wir mal. Ich drücke mal hier so rüber. Aber wie gesagt, der ist schon ein bisschen langsamer unterwegs dann und hat einen ziemlich großen Wendekreis. Und schafft das noch davor? Gucken wir mal. Jupp, da kommt er wieder. Komm, stampf, stampf. Ja, und dann nach vorne. Sehr schön. Ja, es geht auch auf Teppich. Ist ein bisschen langsamer unterwegs. Was jetzt nicht funktioniert ist, laufen und den Atem gleichzeitig. Also da bleibt er dann stehen. Dann habe ich euch die Godzilla-Figur aus dem neuesten Godzilla-Film auch mal vorgestellt. Ich finde die richtig klasse. Sehr gute Verarbeitung. Hier sieht man schöne Details auch dann von den Schuppen. Man hat diesen Atem, der halt so simuliert wird. LEDs sind verbaut. Sieht ganz toll aus im Dunkeln. Stampfgeräusche. Man kann mit dem Schwänzchen wedeln. Und ein bisschen stampfen ist immer gut. Wollte ich euch mal vorgestellt haben. Das war wieder Testmischel von YouTube. Und dann sage ich noch Tschüss, bis zum nächsten Mal.